Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Resident Evil 6. Ja, ich habe mir jetzt mal gedacht, wenn der Kerl jetzt das nächste Mal kommt, und er wird ja gleich, denke ich mal, wiederkommen, ich werde erstmal mich absolut überhaupt nicht um diese kleinen Viecher kümmern. Die können mir sowas von gestohlen bleiben. Ich würde halt nur gucken, dass er mich nicht irgendwie erwischt, weil jetzt gerade eben war halt einfach das Problem, ja. Ich war zu weit von Sherry weg. Eindeutig zu weit. Viel zu weit. Huppala, was war denn das? Aha. So komme ich also auch hier unten ins Bad. Na, komm her. Findest du jetzt nicht so, ne? Ich fand's lustig. Was hat er denn da oben noch? Ich hoffe, das ist Sherry, die gerade nach mir gepfiffen hat. Sonst würde ich mir jetzt echt Gedanken machen. Wer hier noch möchte, dass ich auf ihn aufmerksam werde. Ach da. Hey, Junge. Der hat sich schon wieder. Oh, da kommt doch der Nächste. Komm her. Hör doch mal. Bleib doch mal stehen. Ich natürlich keine Ausdauer mehr dank dem Arsch. Und bin verdammt langsam. Boah. Ach, das bist du. Gott, die erschreckt mich die ganze Zeit. Gut. Die Magnum habe ich. Doch noch bestimmt irgendwo was rum. Gerade nochmal. Oh, man kann sogar im Laufen sich heilen. Ist auch sehr schön. Rotes Kraut. Aha. Habe ich das eben auch schon bekommen? Kann mich da schon gar nicht mehr dran erinnern. Die scheinen aber auf jeden Fall immer irgendwie da aus dieser einen Ecke runtergefallen zu kommen. Jetzt pfeift sie da hinten schon wieder. Was machst du denn? Komm mal her. Immer weglaufen. So. Oh Gott. Vor allen Dingen muss man hier wohl wirklich extrem auf seine Partnerin noch aufpassen. Ach, die war jetzt schon wieder ziemlich weit weg. Ja, ha, du hast ja so ein schönes Lächeln. Gott. Müssen wir ihn wohl überzeugen. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Warum? Weil wir es können. So. Was willst denn du? Da kommt er, da kommt er, da kommt er. So. Mal weiter hier oben. Mann, das ist jetzt schon. Ich finde es echt aufregend. Ich meine, es ist zwar wieder nur Action und wenig Horror, aber es ist ultra spannend, was hier gerade passiert. Ich meine, schaut euch da einfach mal an, da! So, gehen wir mal wieder hier runter. Sehen zu, dass wir irgendwie zum nächsten Fass kommen, was einigermaßen intelligent steht. Was dann, glaube ich, das da wäre. Ja. Wow! Du hast meine 50 Millionen nicht vergessen! Ich rede mit meinem Boss! Wir müssen überleben! So. Und wo kommt er? Ah, er kommt von da. Ja, er hat natürlich jetzt nicht das gemacht, was ich von ihm wollte. Nö, stattdessen bricht er lieber da durch die Tür. Ach, lass mich doch in Ruhe! Hier komischen Arschlöcher. Jetzt mal anders probieren. Hoppala. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh Gott, wie viele sind denn das von den Kleinen mittlerweile? Sherry?
kommst hoffentlich. Ja, damit kann man ihn doch gut aufhalten. Jetzt kommt daneben halt einer. Bist du nervös? Mann, 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 geh halt weg. Du bist auch ein bisschen blöd, da läuft gegen die Leiter. Oh nein. Der hat ihn zur Seite gestoßen. Einfach so. Was war denn das jetzt? Boah, da kann ich drunter durch. Gott sei Dank. Ah, oh, nein, 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 nein. Lass deine Nadeln bei dir. Lass deine Nadeln bei dir. Oh, scheiße. Kann ich mich heilen? Nein, ich kann mich nicht heilen. Da. Oh. Okay, okay. Auf jeden Fall erstmal hier hoch. Ganz schnell hier hoch. Oh. Ich will mir noch eine Heilung reinschmeißen. Ich gehe jetzt hier einfach mal auf Nummer sicher. Ich hatte doch auch irgendwo... Ja. Das war das erste Hilfespray. Und Granaten. Okay, okay, okay. Lauf, Sherry. Sherry! Ich hoffe, das explodiert von sich aus. Nein, tut's nicht. Oh. Warum explodiert's nicht? Ah. Okay, 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 okay. Noch ein Fass. Noch irgendwo ein lustiges Fass, was hier rumsteht. Ich möchte ein Fass kaufen. Hier steht auch ein lustiges Fass. Warum explodieren die nicht? Junge! Verdammt nochmal, Sherry in Ruhe. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Sherry. Sherry! Sherry! Hilfe! Danke! Ja, natürlich! Einfach mal hier mitten ins Herz! Oh Gott! Ja, ja, lass mich hier hoch. Ich habe nichts mehr zum Heilen, das ist wunderbar. Oh fuck! Ich glaube, ich stelle mich gerade ein bisschen blöder an, wie unbedingt sein muss. Den eigentlich bekämpfen oder kann ich nicht einfach hier rausgehen? Mir wäre viel wohler, wenn ich einfach hier rausgehen könnte. Kommt er? Ah, Moment, das ist der Zünder. Ist er wieder unten, oder wie? Sieht mich nicht mehr. Doch, tut er. Stirb! Boah, Mann! Das war's, du elender Mistkerl! Puh. Ja. Spannend. Oh mein Gott. So ein Mist. Diese Mission wird immer komplizierter. Aber meinst du? Wenigstens sind sie in Sicherheit. Meinst du? Einiges vor. Da fällt selbst ihm nichts mehr zu ein. Oh, ich kann hier mischen. Was passiert dann, wenn ich das so mache? Oh! Okay. Ich den auch nochmal so ein. Ah, gut, das war jetzt wahrscheinlich blöd. So. Irgendwie komme ich da unten mit dieser Anzeige noch nicht so 100%. Also ja, ich verstehe, was sie mir damit sagen wollen, aber...
Man hätte es schöner regeln können, finde ich einfach. Oh, ich habe eine Taschenlampe. Ich habe eine Taschenlampe! Oh Gott, da ist es dunkel. Vor 3 Jahren dachte ich würde im Dschungel von Südamerika draufgehen. Der Feind hat uns umzingelt. Als ich das begriff, war mein Team schon tot. Ich hatte meine Waffe verloren. Dieser Bastard griff mich mit einem Messer an. Eine Kugel war ich ihm wohl nicht wert. Warum erzählen Sie mir das? Der Tod durch die Kugel ist der Schlimmste. Es ist schrecklich. Söldner wie ich, wir können uns nicht aussuchen, wie wir sterben. So ist es eben. Tja, aber dafür werden Sie angeheuert, oder? Für Geld zu sterben ist das eine. Da habe ich die Wahl. Aber grundlos zu sterben, das gefällt mir gar nicht. Also, verraten Sie mir jetzt, was dieses Scheißding war und warum es mich umbringen will. Das Ding ist wie die Javo. Eine bioorganische Waffe, die den C-Virus trägt. Er wird von einer terroristischen Organisation namens Neo Umbrella eingesetzt. Nie davon gehört. Sie wollen die Antikörper in ihrem Blut untersuchen. Dabei ist es egal, ob sie tot oder lebendig sind. Als Söldner war ich echt besser dran. Ich werde nicht zulassen, dass Ihnen was passiert. Du. Die Welt braucht sie. Nein, nicht mich, nur mein Blut. Na, die Welt kann es haben, solange jemand dafür bezahlt. Finde ich aber auch. Also, hallo? Wow. Creepy Puppenfabrik hier. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Silent Hill? Oh, nee. Die ist ein bisschen angemalt. Oh, hier springt doch gleich irgendjemand raus. Ich sehe es doch jetzt schon. Also von der Stimmung her, es ist im Moment um einiges beklemmender wie noch Teil 5. Was ich dem Spiel ja echt mal zugute halten muss. Ja, ja. Oh, da kann ich gar nicht rein. Muss hier wirklich einfach nur durchgehen. Was ich dem Spiel echt mal zugute halten muss. Also die Stimmung gerade ist echt cool. Ja? So ein bisschen düster, nur mit den Taschenlampen, dann noch diese komischen Puppen. Puppen sind sowieso oh, sowas creepy. Also, was? Ich hasse Puppen. Sind das die, die so aussehen, als würden sie gleich aufstehen und mir in die Gurgel springen? Was war da? Ah. Aha. Fähigkeitspunkte 2000. Oh. Okay. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Fähigkeitspunkte. Nehmen wir das Spiel wieder auf, ändern wir so ein bla bla bla. Was haben wir denn hier? Keine. Ja, ich habe noch keine gelernt. Okay. Wir klettern einfach mal hier hoch. Das wird sich wahrscheinlich noch früher oder später ergeben mit dem Erlernen. Ach, kommen wir jetzt schon wieder raus? Schade, ich wäre jetzt noch länger im Dunkeln rumgelaufen. Ah! Moment. Okay. Das sieht auch vielversprechend aus. Wir müssen nach daneben. Ich traue dem Ding hier nicht. Das ist wieder viel zu offen, dieser Platz. Aber es sieht cool aus. Ich meine, okay, die Grafik ist jetzt nicht gerade die... Wow. Beste von allen. Wo ist er denn? Aber es macht doch gar nichts. Ich bin jetzt eh nicht so der Grafikfanate. Oh. Sollte echt mehr in den Nahkampf gehen. Naja, für einen Headshot nicht immer gut. Das waren jetzt sogar 2 Headshots. Ah. Gott. Shooter auf der Konsole. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wäre dieses Spiel gleichzeitig auf der PlayStation raus... Ach, auf der PlayStation. Spiel ist ja auf dem PC rausgekommen. Hätte ich es auch auf dem PC gespielt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, ich weiß, Resident Evil Konsolenspiel, bla bla. Aber umso mehr es jetzt hier in Richtung Ballern geht, umso mehr wünsche ich es mir wirklich auf dem PC. Das war im 5. Teil auch schon so. Ich habe den 5. Teil auch auf PS3 und PC. Und auf PC spiele ich es lieber. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist einfach so. Hm. Muss ich aber erstmal nochmal einen Schluck hier nehmen.
Sherry Birkin, nationale Sicherheit. Hey, Sherry, den kennen wir doch. Sie waren in Raccoon City. Woher wissen Sie das? Claire. Moment. Sind Sie Chris? Meine Schwester hat mir von Ihnen erzählt. Cap, dieser Mann gehört zu den Rebellen. Gott, die Stimme passt nicht zu Chris. Er ist ein Söldner, aber im Moment steht er unter dem Schutz der US-Regierung. Er ist keine Bedrohung für die BSAA. Es sei denn, jemand bezahlt mich dafür. Was hast du gerade gesagt? Was? Gar nichts. HQ on Alpha Team. Der Verstärkung ist es unmöglich zu landen aufgrund der starken Flak-Artillerie. Schalten Sie sie aus. Alpha Team, verstanden. Was zum? Großes Feindobjekt auf dem Radar geortet. Es kommt direkt auf Sie zu. Ist jetzt nicht euer Ernst. Wir reden später. Jetzt suchen Sie sich sofort Deckung. Lecker. Sehr lecker. Okay. Oha. Ach, helfen Sie der BSA. Verstanden, Echo. Wir werden uns darum kümmern. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Geht er wieder nur auf mich? Natürlich. Ziel ist da drüben. Oh. Das habe ich gar nicht gesehen. Keine Sorge, ich kann das. Halt, warte. Jetzt kommen wir doch. Na, komm her. Na doch, na. Ah, super, ich brauche einen neuen Stromdings. Sind die tief genug? Das ist auf jeden Fall tief genug. Aber das wird einen Moment dauern. Sie müssen mir etwas Zeit verschaffen. Komm her. Komm her, du fettes Vieh. Oh, bist du gebrutzelt. Oh, ist aber nicht schön. Und, wie wir es kennen, wahrscheinlich immer wieder auf die weiche Stelle schießen. Aber so viele Kugeln habe ich leider gar nicht mehr. Ja, und das war's dann auch. Kann ich dazwischen durchlaufen? Kann ich, danke. Und da hinten ist auch nochmal Strommast, so wie das aussieht. Hängt der tief genug? Oh, ich hoffe, der hängt tief genug. Warum geht das Ding eigentlich nur auf mich? Habe es fast geschafft! Und da ist ein Zebrastreifenschild. Sherry, gehst du bitte mal nur einen Schritt zurück? Lange brauchst du noch. Zurück? Wohin? Nur noch zwei Geschütze. Okay, auf zum nächsten Ziel. Wo ist denn zurück? Was wollten ihr jetzt von mir? Ich bin verwirrt. Ich bin echt verwirrt. Sind das jetzt unsere? Ja. Warum trage ich eigentlich die Waffe? Ich habe eh keine Schuss mehr. Okay, da kommt der. Ich gehe mal lieber gucken, wo ich lang muss. Helfen Sie der BSAA. Okay. So ganz ohne Munition, ich kann ihn in Grund und Boden boxen. Das wäre eine Idee. Oder ich gehe einfach mal gucken, ob hier irgendwo Munition rumliegt. Ich brauche Munition. Ah, das sieht doch gut aus. Ja, toll. Für eine Waffe, die ich nicht besitze, oder? Ah, doch, hier. Aha! Für die Magnum. Gehen wir erstmal noch da drüben.
Okay. Okay, okay. Na, das gefällt dir auch nicht so sonderlich. Ich glaube, die Magnum hat was. Oh, vorbei. Mann, geh doch mal weg. Lass mich raten, wenn du mich einmal haust, habe ich ein kleines Problem. Bin ich richtig in der Annahme. Pass doch auf. So. Können wir die auch nochmal nachladen? Muss ich denn jetzt wieder alleine killen hier? Mann! Ich bringe jetzt Sprengladungen an der Flak an, aber das wird einen Moment dauern. Sie müssen mir etwas Zeit verschaffen. Habe ich was geschafft? Das war dann natürlich mal nix. Ich muss mich ja eigentlich nur verstecken, oder wie? Sehe ich das richtig? Verstecke ich mich einfach nur. Ich weiß, ich überziehe gerade schon wieder ein bisschen, aber was soll ich tun? Hallo, ich bin hier. Juhu! Das ist ein bisschen blöde, oder? Oh, ne, er hat mich gesehen. Wo ist Sherry? Da ist Sherry. Da geht's auch nicht lang. Das Vieh ist schon ein bisschen blöde, kann das sein? Ach, mach doch mal, dass ihr da hinten mit der Flak fertig werdet. Ich langweile mich ja hier schon fast. Juhu! Genau, hier bin ich. Einfach mal ein bisschen vor ihm rumhopsen. Ladungen angebracht! Alle sofort zurück! Gute Arbeit, Alpha! Noch ein Geschütz! Noch ein Geschütz? Genau die hatten wir bei Herzen 2 verloren! Alpha, der Hänger ist zum Feuer! Das ist jetzt echt nicht euer Ernst, oder? Doch es scheint denen ihr Ernst zu sein. Nur noch eins. Alle Mann in den unterirdischen Gang. Was für einen unterirdischen Gang, bitte. Muss ich jetzt tatsächlich noch auf der Karte nachgucken, welchen unter... Nee. Mir wird immer noch angezeigt, helfen Sie der BSAA. Ja, außer dass da hinten jetzt noch einer ist. Was verändert sich denn gerade für mich großartig? Sobald ich hier oben stehe. Ich meine, ich glaube, der Kampf ist ein bisschen anders gedacht. Ich fliehe einfach mal ein bisschen vor ihm. Ach, bevor wir jetzt nur da oben rumstehen, gucke ich mich hier noch ein bisschen um. Oh, hi. Gehe ich einfach mal an dir vorbei, danke. War doch aber auch sonst nichts mehr, ne? Kann ich da rüberspringen? Nö. Aber irgendwie muss ich doch noch da reinkommen. Bin ich hier vielleicht? Nö. Ach. Ja, komm. Von mir aus. Oh, du auch noch. Oh, ja. Die sind halt echt mal, bisschen doof, die Teile. Kann das sein? Gehe ich richtig in der anderen? Ach, hier geht's rein. Ja, jetzt finden sie mich gleich wieder nicht. Ja, ich weiß, daneben ging es runter, aber ich gehe erstmal hier oben gucken. Für den Fall, wenn hier irgendwas Bahnbrechendes rumliegt. Nö. Gut, gehen wir unten in den Untergrund. Ich verstehe halt nicht, wo sind denn die BSAA? Wo ist denn Chris? Und warum ist meine Taschenlampe aus? Oh, voll an dir vorbeigesprungen. Komm her.
Es wundert mich, dass das Uncut ist, dass man wirklich hier die Gegner so zerfleddern kann. Was ist denn gerade los mit der USK? Hier ist doch im Moment echt viel durch. Ja, aber irgendwie... Ich meine... Ich bringe jetzt Sprengladungen an der Flak an, aber das wird einen Moment dauern. Sie müssen mir etwas Zeit verschaffen. Alle Flakgeschütze wurden zerstört. Gute Arbeit, Alpha. Aber es ist noch nicht vorbei. Echo-Team kann nicht landen, bis die andere BOB erledigt ist. Wir versuchen, sie aus der Luft zu treffen. Mal sehen, ob sie Schwachstellen hat. Ich meine... Freigelegte Organe ziehen! Ja, was habe ich jetzt getan in diesem Kampf? Alpha, hier Echo, sehen Sie sich mal den Rücken genau an. Das Gerät da ist direkt mit den lebenswichtigen Organen verbunden. Ich weiß nicht wie, aber ziehen Sie ihn raus! Ich gehe erst nochmal hier unten ein bisschen erkunden. Wenn das in Ordnung für euch da oben ist. Ich glaube, ich verlaufe mich hier gerade eh. Oh, da war ein Sniper. Finde ich jetzt eher unschön, dass da ein Sniper rum. Cherry, du machst das schon. Ah, da. So, dann mach Uno. Du auch noch. Mann. Na, wo bist du? Ich steh am besten erstmal auf. Ah, hey Chris. Keine Ahnung, was du hier machst, aber okay, ich freue mich, dich zu sehen. Wie lange geht das hier noch? Was müssen wir denn machen? Okay, dem Kerl da oben das Ding aus dem Nacken ziehen. Ja, ist richtig. Einfach mal, ihr habt unendlich Leben. Werde ich nämlich keine Rücksicht auf euch nehmen. Beziehungsweise gucken, dass ihr keinen Schaden bekommt. Was bist du hier? Schön mal in die falsche Richtung geschossen, wa? Ah, komme ich jetzt hier eigentlich wieder raus? Ist das irgendjemand? Ja, super. Gehen Sie in den Untergrund. Aha, hier geht's doch raus. Die Frage für mich ist jetzt einfach nur, wo genau komme ich hier raus? Ja, hallo? Trittst du da vielleicht mal drauf? Ich hab wieder ein Messer. Ich will wieder ein Messer haben. Was war denn das? Nö, also, ich bleib hier drinne. Ich weiß ja nicht, wie... Okay, ich bleib doch nicht hier drin. Dann lieber da draußen zu diesen Strunzdummen. Aua. Hilft der BSAA. Ach, ich spring da immer zu früh ab. Sie hat einen Elektroschocker, okay. Ich glaube, das mache ich mal wieder ein bisschen mit der Magnum. Gott, dieser Part wird wirklich langsam lang. Wie willst du denn das da oben rausziehen? Willst du mich eigentlich veräppeln? Nee, hier irgendwo ein... was in der Luft hängen, wo wir den vielleicht hinlocken können. Ja, da vorne kommt wieder jemand raus. Ist schon recht. Da kann man vielleicht von da... Von da oben kann man doch bestimmt runterspringen. Oh, da ist ja auch noch eine Kiste. So. Gehen wir mal hier oben auf den Turm. Vielleicht muss ich es ja wirklich persönlich rausziehen. Wow. Was? Gucken wir jetzt noch nicht mal wirklich... Wow. Sagen. Gott sei Dank lag ich da auf dem Boden.
halt hier gerade mal absolut überhaupt 0 Sekunden meine Ruhe. Okay, jetzt sind wenigstens wieder alle auf einem Platz. Und trotzdem weiß ich noch nicht, was ich hier... Okay, Leute, aber bevor ich jetzt hier noch länger dieses Video hinauszögere, beende ich einfach mal diesen Part und sage, wie ihr es ja schon kennt, Kommentare, Likes, Dislikes und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Resident Evil 6. Bleibt anständig und bis dann!